Einmal umdrehen. Einer hat nicht gelangt. Fängt ja gut an. Ja, mach's gut. Nee, brauchen wir nicht probieren. Da hast du Scheiß, ich muss los, Leute. Ja. Da musst du schon ab. Ja, da liegt ein Thermometer, von wem ist das? Ja, das meins, kannst liegen lassen. Ja, nicht, dass einer drüber ballert. Tut besser auf der Seite. Hier fährt doch nachher, knallt einer vorher drüber. Da hast du nachher Gulasch da. Gut. Die Kuh da vorne, da muss ich mich echt gewöhnen. An die Kuh? An die Kuh, ja. Ach, die Kohle. Ich hab Koh verstanden. Jo. Ist der morgen Blätterig oder was? Ah, ich schwätz mal morgen nochmal. Schwätz mal morgen nochmal, wahrscheinlich. Kein Problem. Ein paar Leute wollen schon auf jeden Fall. Ja. Mach's gut! Thank you.
Was hast du? Jedes Hütchen einmal getroffen. Du sollst die Hütchen umfahren, nicht umfahren. Danke. Akku leer. Ja, der hat gerade abgeschaltet. Das war Glück. Das war gerade Glück. Boah, was haut der in die Bremse, ey. Ja, da muss ja von der Bremse ein bisschen runtergestellt werden. Fahr den Akku ruhig leer. Warum? Ei, weil wir dann gleich nach der Akkuladung mal die Temperatur messen. Gut, machen wir. Weil das ist nämlich interessant, was der nämlich nachher an Temperatur hat. Wäre ich da nicht aufs Gas gegangen. Also was ich sagen muss, vom Heck ausbrechen ist er noch ganz gut. Aber wenn er da mal Grip hat, okay, dann ist er, weiß ich nicht, ewig raus die Kurve.
Ja gut, der Lenkservo, der ist zwar schnell genug, aber der Servo-Saver, der ist zu weich. Das ist das Problem. Wir können jetzt mal hergehen, wenn wir hier vorne stehen. Dann fährst jetzt einfach mal so die Runde, wie wir sonst fahren. Halt nur von hier unten. Die Nacht da bin ich mir relativ sicher, oder? Ja, das sieht relativ gut aus. Bei dir merkt man, dass du mal Nitro gefahren bist. Warum? Das hört man am Gas geben. Ich weiß, ich muss mehr drauf bleiben. Akku leer? Akku leer. Das passt ja. Geh mal her. Tu mal die Karosserie ein bisschen wegnicken, dass ich von hier mal messen kann. So, mit Lüfter. So, da sieht man den roten Punkt. Wir haben 33,5 Grad. Das ist perfekt. An 4S. Das ist doch perfekt. Was hatten wir für einen Ritzel hier drauf gemacht? 11er. 11er Ritzel mit Lüfter, 33 Grad an 4S. Ja, wir haben jetzt eine Außentemperatur, was haben wir dann geschätzt? 18 bis 20 Grad ungefähr. Ja, ja, das läuft. Ich bin da bei 30 Grad, so um die 50 Grad gleich liegen oder so. Also, Lüfter, der macht auf jeden Fall seinen Job. Ja, war das unsere erste Jungfernfahrt.